Ja, dass wir über 90 Minuten sehr mutig sein müssen, aggressiv, gierig, einfach dort auch bestehen zu wollen, drei Punkte zu holen oder holen wollen und dann einfach versuchen, auch mit unseren Stärken dort zu überzeugen und den Gegner dann auch, überraschen ein bisschen und versuchen einfach viel Druck zu machen. Ja, Fürth ist eine sehr gute Mannschaft, stehen nicht ohne Grund da oben, haben viele gute Einzelspieler, aber sind auch als Team stehen sie sehr gut und spielen auch einen guten Ball. Von daher dürfen wir denen gar keinen Raum geben, müssen sofort da sein und vor allen Dingen auch unsere Zweikämpfe gewinnen und dann ein fehlerfreies Spiel abliefern, um da dann am Ende die drei Punkte zu holen.